Hallo, liebe Freunde. Heute erzähle ich euch etwas über die Camino Ninja App. Das ist eine App, mit der man auf dem Jakobsweg, vor allem auf der Iberischen Halbinsel, navigieren kann, Routen suchen kann, Unterkünfte finden kann, etc. Die Bedienung ist relativ einfach. Ich habe hier ein Menü, wo ich einstelle, welche Route ich laufe. Ich nehme jetzt hier mal den Camino Frances einfach. Dann sage ich hier, muss ich angeben, ich werde hier starten. Das ist in Roncesvalles, habe ich mal eingegeben. Ich kann hier verschiedene Orte auswählen und ich gehe jetzt nochmal auf Roncesvalles. Ja, dann kann ich noch angeben, wohin ich heute laufen möchte. Da sehe ich jetzt hier die verschiedenen Orte, die man auswählen kann mit den Entfernungsangaben. Ich denke, so 20 Kilometer sollten so ungefähr okay sein. Also gehe ich jetzt mal nach Zubiri. Wähle Zubiri aus. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Jetzt sehe ich hier die Route. Das sind also ungefähr 21,5 Kilometer. Ich sehe das Höhenprofil. Ich kann hier rechts klicken auf die LF, also Elevation, und sehe dann hier das Höhenprofil dieses Weges. Ja, wie ich hier dann auf die Unterkünfte und die Herbergen komme. Also ich klicke hier auf Bugete und sehe dann hier die verschiedenen Unterkünfte, die es da gibt. Und kann dann auch über einen Booking.com-Link direkt bei diesen Unterkünften buchen und sehe hier auch, wo auf der Karte die dann genau sind. Also auch wieder sehr praktisch. Sehr einfach, sehr praktisch, straightforward. Was ich auch noch machen kann, ich kann mal eine Karte anschauen und sehe dann hier, aktuell bin ich jetzt gerade, also er scrollt immer direkt auf den Link, wo ich mich gerade befinde. Ein bisschen ungünstig, ich bin gerade in Deutschland. Aber ich kann hier auch mir den Camino direkt anzeigen lassen mit den Routen und so weiter. Wenn ich jetzt in Spanien wäre, würde dann direkt auf den Punkt scrollen, wo ich mich befinde. Gut, ich kann ja auch noch auf More klicken. Dann kann ich hier noch ein paar Einstellungen machen bezüglich, ob ich mir Karten anzeigen lassen möchte, wenn ich jetzt nur mobile Daten im Handy habe und ohne Wi-Fi. Ob ich mir für Maps ME die Unterbringungslinks anzeigen lasse, etc. etc. Und ja, oder zeige mir nur Fotos, wenn ich im Wi-Fi bin hier, oder wenn ich nur also mobile Daten habe, dann soll er mir nur niedrige Auflösung Fotos zeigen. Gut, ja. So viel zu der App, die ist also relativ einfach, straightforward. Hier gibt es noch Links mit Useful Links, also mit Packing List oder dass man diesen Gepäckversandservice benutzen kann. Schauen wir mal, was man da bekommt. Okay, die Webseite ist nicht aceptados. Okay, send to Santiago. Okay. Ja, könnt ihr euch selber damit beschäftigen. Hier die Packing List, das würde ich jetzt auch nicht genau eingehen, da könnt ihr euch auch selber informieren. Ansonsten würde ich sagen, das war's jetzt mal zu dieser App. Genau. Leider für Jakobswege außerhalb von Spanien nicht geeignet, also die sind hier nicht enthalten. Gut, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und weiterhin Buen Camino.